Botschaft von Gott für dich heute. Gott sendet viele Zeichen. Ignoriere dieses Video nicht, denn es ist eine Botschaft aus Gottes Herzen, um dein Leben heute zu segnen. Bevor du weitermachst, hinterlasse bitte dein Gefällt mir, damit noch mehr Menschen von dieser Botschaft erreicht werden können. Abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, um weitere Videos wie dieses zu erhalten. Meine geliebten Söhne und Töchter Gottes, ich möchte mit euch über die Bedeutung eures spirituellen Lebens sprechen und wie es alle Aspekte eurer Existenz verwandeln kann. Euer spirituelles Leben ist das Fundament, das alle Bereiche eures Lebens trägt, von Beziehungen bis hin zu persönlichen Erfolgen. In der Gemeinschaft mit mir findet ihr Bedeutung, Zweck und wahre Frieden. Das spirituelle Leben ist eine Einladung zu einer tiefen und innigen Beziehung mit mir. Es geht nicht nur darum, Rituale zu erfüllen oder religiösen Regeln zu folgen, sondern vielmehr darum, euer Herz für meine Gegenwart zu öffnen und mir jeden Schritt eures Weges führen zu lassen. In dieser Begegnung mit mir entdeckt ihr eure wahre Identität und Bestimmung. Kommentiere, ich glaube, wenn du an die Macht Gottes glaubst. Wenn ihr eurem spirituellen Leben widmet, erkennt ihr, dass es mehr gibt als nur die physische Welt um euch herum. Ihr versteht, dass es einen göttlichen Plan für euer Leben gibt, voller Liebe, Gnade und Zweck. In diesem heiligen Raum eures spirituellen Lebens findet ihr wahren Frieden und Zufriedenheit, auch vor den Widrigkeiten des Lebens. Das spirituelle Leben ist ein Weg des Wachstums und der Verwandlung. Es beinhaltet Momente des Gebets, der Meditation, des Studiums meines Wortes und der Suche nach meiner Gegenwart. Es ist eine Einladung, euch selbst tief zu erkennen, mit euren Grenzen und Schwächen umzugehen und sie in Stärke und Weisheit umzuwandeln. In eurem spirituellen Leben findet ihr Trost und Bequemlichkeit in meinen Worten. Sie sind wie ein Balsam für eure Seele, der Heilung und Wiederherstellung bringt. Durch mein Wort findet ihr Richtung und Weisheit, um die Herausforderungen des Lebens zu meistern und Entscheidungen zu treffen, die mit meinem Willen übereinstimmen. Das spirituelle Leben beinhaltet auch die Praxis von Liebe und Vergebung. Wenn ihr euch mit mir verbindet, fließt die Liebe aus eurem Herzen zu denen um euch herum. Ihr werdet ein Instrument meiner Liebe und Mitgefühl, das die Welt um euch herum verändert. Vergebung ist ebenfalls ein wesentlicher Teil eurer spirituellen Reise, denn sie befreit euer Herz von Groll und Ärger und lässt die Liebe vorherrschen. Es gibt keine Grenze für das spirituelle Wachstum. Jeden Tag könnt ihr euch tiefer in mich hineinversetzen und neue Facetten meines Wesens entdecken, meine Liebe auf noch tiefere Weise erfahren. In eurer ständigen Suche nach mir findet ihr die Erfüllung eures spirituellen Lebens. Wisse, dass euer spirituelles Leben keine einsame Reise ist. Ich habe Menschen auf euren Weg gestellt, die ebenfalls ein spirituelles Leben suchen und an eurer Seite gehen können. Die Gemeinschaft mit anderen Gläubigen ist eine stille Unterstützung und Ermutigung, und gemeinsam könnt ihr den Glauben stärken und voneinander lernen. In eurem spirituellen Leben werdet ihr Antworten auf eure tiefsten Fragen finden. Wenn ihr euch mir hingebt und mir vertraut, enthüllt die Weisheit die Geheimnisse meines Reiches und gibt euch Einsicht, um die komplexesten Fragen des Lebens zu verstehen. Ich bin euer treuer Führer und stehe immer bereit, eure Zweifel und Unruhe anzuhören. Vergesst nicht, dass das spirituelle Leben eine Reise der Ausdauer ist. Es wird Momente geben, in denen ihr Herausforderungen und Versuchungen begegnen werdet, aber es ist eure Standhaftigkeit und Entschlossenheit, meine Gegenwart zu suchen, die euch die Kraft geben, zu widerstehen und zu überwinden. Ich stehe euch zu jeder Zeit zur Seite und bin bereit, euch die Hand zu reichen und euch aufzuhelfen. Ich lade euch nun ein, euch Zeit für das Gebet zu nehmen, damit euer spirituelles Leben gestärkt und erneuert wird. Öffnet euer Herz vor mir, teilt eure tiefsten Wünsche und Sehnsüchte. Erlaubt mir, zu eurem Herzen zu sprechen und euch in jedem Schritt eures Weges zu führen. Möge euer spirituelles Leben eine Quelle von Freude, Frieden und Zweck sein, für euch und diejenigen um euch herum. Amen. Ich hoffe, dass diese Botschaft eine Inspiration für dich war. Wenn dir das gefallen hat, abonniere und teile es mit 5 Personen, die diese Botschaft auch hören sollten.
Vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um weitere inspirierende Inhalte wie diesen zu erhalten. Gott segne dich.